Tosender Jubel auf der Wahlparty der CDU in Kiel. Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein haben die Christdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther einen klaren Sieg über die bislang regierende SPD errungen. Ja, es ist wirklich ein großartiges Ergebnis, das wir erzielt haben. Ich hätte auch nicht geglaubt, dass wir wirklich so weit vor der SPD liegen. Aber wir haben das mit einem konsequenten Wahlkampf hinbekommen. Wir haben auf die richtigen Themen gesetzt: Bildungspolitik, Investitionen und innere Sicherheit. Hochrechnungen zufolge legt die CDU um etwa 2 Punkte auf rund 33% zu. Die SPD holt dagegen nur etwa 26,5% und verliert fast 4 Zähler und damit auch die Aussicht auf eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen und dem südschleswigschen Wählerverband SSW. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, es ist heute ein bitterer Tag für die Sozialdemokratie, ein bitterer Tag für meine Regierung, ein bitterer Tag für mich. Die Grünen um Umweltminister Robert Habeck kommen auf rund 13%, die FDP von Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki auf etwa 11 und der von der 5%-Hürde befreite SSW auf bis zu 3,5%. Die rechtspopulistische AfD dürfte mit knapp 6% in den Landtag einziehen, während es die Linke mit rund 3,5% nicht in das Parlament schafft. Die Piraten scheiden nach einer Legislaturperiode aus. Für die CDU ist das Wahlergebnis ein Auftrag für die Regierungsbildung in Kiel. Neben einer großen Koalition sind indes auch Dreierbündnisse von CDU oder SPD mit Grünen und FDP denkbar. Die SPD gerät 4,5 Monate vor der Bundestagswahl nach der anfänglichen Euphorie um Kanzlerkandidat Martin Schulz wieder in schwieriges Fahrwasser. Jetzt hoffen die Sozialdemokraten auf einen Erfolg bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag.